Worum geht es in der Aufgabe 25? Also wahrscheinlich um Widerstände und um Temperaturabhängigkeit von Widerständen. Ja, das müsst ihr mal erzählen. Ich habe sie nicht im Kopf. Also es gibt eine Kupferspule und bei 20 Grad Celsius kennt man von der irgendwas. Da hat die einen Widerstand von 100 Ohm. So, und was haben wir noch gegeben? Längerem Betrieb, also auf der Ja. dann 111 Ohm. Okay. Also, bei einer neuen Temperatur Theta und da schreibe ich mal davor, so wie das in der Aufgabenstellung heißt, nach längerem Betrieb. Ja, also die Spule ist, wie schon der Name Kupferspule sagt, aus einem Kupferdraht gewickelt und Kupfer ist ein Metall. Metalle bestehen wie alles aus Atomen. Die Atome schwingen da so drin rum um eine Ruhelage und je wärmer es wird, umso mehr schwingen die Atome und so schneller bewegen die sich. Ja, es gibt ja auch den Spruch, ein Thermometer ist im Prinzip sowas wie so ein Geschwindigkeitsmesser für Atome. Und der Strom, den wir jetzt durch diese Kupferspule, durch diesen Kupferdraht durchschicken, besteht aus Elektronen, die da im Normalfall so um die Atome ringsherum kreisen. Und in dem Metall hat man eben eine genügend große Anzahl von freien Elektronen, die da so durchfließen können. Wenn man außen eine Spannung anlegt, gibt es ein elektrisches Feld in dem Leiter, wie wir mal diskutiert haben. Und wenn man ein elektrisches Feld hat und anderen Ladungen, wirkt auf die Ladung eine Kraft. Und die Kraft lässt jetzt diese Elektronen durch den Kupferdraht, durch die Kupferspule fließen. Und wenn wir die Kupferspule wärmer machen oder wenn die wärmer wird, das können wir gleich noch diskutieren, aus welchem Grund das irgendwie der Fall sein könnte, dann schwingen die Atome mehr, ja, und dann ist es für die Elektronen wahrscheinlicher, dass die irgendwie dagegen prallen. Ja, also kann man sich so vorstellen, wie es sind jetzt irgendwie, es stehen ganz viele Leute irgendwo rum und man versucht sich da so durchzudrängeln. Ja, das ist so, die Leute, die rumstehen, sind die Atomkerne und wenn man da so versucht sich durchzudrängeln, ist man das Elektron, ist der Stromfluss, der jetzt irgendwie durch will. Ja, jetzt kann man sich vorstellen, wenn die Leute irgendwie alle stillstehen, na gut, dann kann ich gucken, muss ich mal immer hier und da ein bisschen ausweichen, aber irgendwie komme ich da schon durch. Ja, und wenn die Leute alle irgendwie Party machen und rumtanzen und hin und her springen oder so, dann wird das schwieriger, da durchzukommen. Ja, das ist im Prinzip das, was hier passiert und warum dann der gemessene Widerstand von dieser Spule bei 20 Grad, sind das 100 Ohm auf 100 und 111 sollten das sein, richtig? 111 Ohm ansteigt. So, und was wir jetzt vermutlich laut dieser Aufgabenstellung ausrechnen sollen, ist, wie warm ist die Spule bestimmt, richtig? So, und dann bräuchten wir noch irgendwie was, nämlich um wie viel ändert sich denn der Widerstand von dem Kupfer pro Kelvin Temperaturerhöhung oder pro Grad Celsius Temperaturerhöhung und dafür müsste es irgendwie so ein Alpha geben, so einen Temperaturkoeffizienten. Und wie groß ist der? 0,004. 0,004 und dann 1 pro Kelvin. Ja. Okay. So, also das ist hier, was passiert. Und jetzt kann man sich natürlich noch zwei Fälle überlegen, ja, und meistens werden die auch nicht so ganz einzeln voneinander auftreten. Also die Spule kann oder dieser Kupferdraht, der kann natürlich von außen erwärmt werden. Ja, also es ist einfach Sommer und es ist heiß und ich habe den auf irgendwas, was, keine Ahnung, wo die Sonne drauf scheint. Dann wird die Spule natürlich von außen von der Sonne erwärmt oder von einem anderen Gerät, was da ringsrum ist. Und ansonsten, naja, lasse ich ja auch so durch so eine Spule mal ganz gern irgendwie Strom durchfließen. Und wenn ich Strom durch die Spule fließen lasse und die Spule hat einen Widerstand, was wird dann passieren? Also ich schicke einen Strom durch diese Spule
kriege ich laut Ohmschem Gesetz, wenn man das an diesem Beispiel weiter, ja, mit dem Beispiel arbeitet, dann wird der Strom gegen Widerstand auf Widerstand treffen, indem er auf Atome genau, Elektronen auf Atome und deswegen Reibung und Hitze. Genau, also wir, ne, und das, was elektrotechnisch passiert, ist, der Strom, wenn er durch den Widerstand durchfließt, wir kriegen einen Spannungsabfall über den Widerstand und Strom mal Spannung elektrotechnisch gesehen macht eine Leistung, ja, und die Leistung ist eine Verlustleistung, die in Wärme umgewandelt wird. Und, na klar, und genauso könnte man sich auch überlegen, die Elektronen fließen da durch, ja, und die interagieren mit diesen Atomkernen und die stoßen jetzt eben diese Atomkerne an und bringen die noch mehr in Schwingung und dadurch wird das Ganze eben heißer. So, also ne, diese Temperaturänderung, die kann durch Fremderwärmung kommen und die kann aber auch durch Eigenerwärmung kommen, indem der Draht sich einfach selbst erhitzt. Ja, und jetzt könnte man sich im Prinzip gleich an der Stelle sowas überlegen. Naja, wenn ich jetzt diesen Draht, ja, der einen positiven Temperaturkoeffizienten hat, der sozusagen ein Kaltleiter ist. Wenn ich den an einer festen Spannung betreibe, also ich würde jetzt so einen Draht oder so eine Kupferspule oder eben irgendwas, was sich so verhält, an unsere Steckdose anschließen oder an eine Batterie. Die Steckdose hat eine feste Spannung. Eine Batterie hat eine feste Spannung, sind Spannungsquellen. So, jetzt können wir uns überlegen, also wir nehmen eine feste Spannung, schließen die an diesen Widerstand an. Was passiert dann? Fließt ein Strom. So, Spannung mal Strom macht eine Leistung. Das Ding wird warm. So, jetzt wird das warm. Wenn das warm wird, was passiert mit dem Widerstand? Der Widerstand wird größer. So, wenn der Widerstand größer wird und wir lassen die Spannung aber gleich, was passiert mit dem Strom? Der wird kleiner. Ja? Also können wir jetzt hier so, können wir uns überlegen, R, also Ohmsches Gesetz, R ist, wie kann ich Widerstand ausrechnen, aus Spannung und Strom? U durch I, ganz genau. Ja? R ist U durch I. So, und das, wenn ich das jetzt nach dem I umstelle, wir multiplizieren mit I, wir teilen durch R, dann kommt da raus, I ist U durch R. So, und wenn jetzt der Widerstand größer wird, wir lassen die Spannung gleich, Widerstand wird größer, wird der Strom kleiner. So, und wenn der Strom kleiner wird, Spannung mal Strom macht Leistung. So, und Spannung bleibt gleich, der Strom wird kleiner, wird die Leistung auch kleiner. Wenn die Leistung kleiner wird, wird das Ding ja nicht mehr so stark erwärmt. So, das heißt, wenn es nicht mehr so stark erwärmt wird, wird der Widerstand wieder abnehmen. Ja, der Widerstand wird wieder kleiner, weil die Temperatur kleiner wird. Wenn der Widerstand kleiner wird, wird der Strom wieder größer. Wenn der Strom wieder größer wird, wird die Leistung, ne, die, was wir gesagt haben mit PSU mal I, wird die Leistung wieder größer. Wenn die Leistung wieder größer wird, wird die Temperatur größer, wird der Widerstand größer, dann pegelt sich das so ein. Ja, das wird irgendwie funktionieren. Das ist schon mal wie so ein Thermostat, was dann die Leistung ungefähr gleich hält. So, na gut, und ich meine, jetzt ist ja das hier gesucht, also wie können wir jetzt diese Temperatur hier ausrechnen? Ideen, jetzt brauchen wir irgendeine Formel, ja, wir bräuchten irgendwie eine Formel, wo so Werte, die wir jetzt hier haben, irgendwie drin vorkommen. Und die brauchen wir einfach. Also die müssen wir jetzt irgendwie finden. Im Skript, im Buch, in Wikipedia, ChatGPT fragen. So, wer hat eine Formel im Petto, die irgendwie hier was bringen könnte? Vielleicht R1 ist gleich R0 mal Gamma 1 Alpha mal Delta T. Genau. So, also ich schreibe mal auf, R ist R0, hier ergänze ich gleich noch was. Vielleicht hätte ich mir ja mehr Platz lassen sollen. Mal 1 plus Alpha mal Delta T. Schreiben wir das mal so auf.
Ja? So, und dann kommt hier vorne, also das ist der Widerstand, von dem wir ausgehen. Also zum Beispiel der Widerstand hier oben bei 20 Grad Celsius. Da können wir den mal gleich hier irgendwie R0 nennen. Ja? Das ist der Widerstand bei 20 Grad Celsius. Manchmal so ein Pfeil dran. So, das Alpha ist unser Temperaturänderungskoeffizient hier hinten, um den sich eben diese Temperatur, um den sich der Widerstand je Temperaturänderung ändert. Und hier vorne kommt jetzt der Widerstand raus in Abhängigkeit von der Temperatur. So, und diese Temperatur ist genau wie die Temperatur eine absolute Temperatur. Also wir könnten mal jetzt, keine Ahnung, was wir da ausrechnen, 40 Grad Celsius, 60 Grad Celsius, was auch immer. Also das ist so, dass das Theta, ja, also die Temperatur, die wir hier ausrechnen, sich ergibt aus dem Theta 0 plus Delta T. Und Theta 0 ist das hier oben. Das sind die 20 Grad Celsius. Ja, also das ist die Temperatur, bei der wir den Widerstandswert R0 haben. Und ausgehend von dieser Temperatur erhöhen wir jetzt die Temperatur um Delta T. Und dann kommt diese neue Temperatur raus. So, und dann kann man sich überlegen, dass das auch einheitenmäßig jetzt irgendwie funktioniert in der Gleichung. Also wenn ich hier eine Temperaturdifferenz einsetze, was hat die für eine Einheit? Sagen wir nochmal. Also zum Beispiel Grad Celsius, aber Temperaturdifferenzen könnte ich eben auch in Kelvin schreiben. Und ob ich jetzt was um 1 Grad Celsius erwärme oder 1 Kelvin erwärme, ist egal. Also bei Temperaturdifferenzen ist die Umrechnung, Kelvin ist Grad Celsius, 1 Kelvin ist 1 Grad Celsius. So. Na, das heißt, hier setze ich was in Kelvin ein. Das Alpha hat, die Einheit steht ja hier, 1 durch Kelvin. So, das ist schon mal gut, weil Kelvin, 1 durch Kelvin, kürzt nicht weg. Das heißt, ich kriege hier was Einheitenloses. Was Einheitenloses plus was Einheitenloses funktioniert, ist was Einheitenloses. Und also eine Zahl und eine Zahl mal ein Widerstand ergibt einen Widerstand. Das funktioniert ganz fantastisch. Ja? So, und naja, hier hinten könnte man jetzt so drüber nachdenken. Also ne, bei dem, ich schreibe mal hin, also die Einheit von dem Delta T, die könnte Kelvin sein. Und da ist eben ein Kelvin genau das gleiche wie ein Grad Celsius. Und ja, diese Temperaturen hier, zumindest in dem Beispiel, wäre das jetzt vermutlich sinnvoller, die in Grad Celsius anzugeben. Könnte man aber auch beide in Kelvin angeben, aber weil wir jetzt hier die oben in Grad Celsius haben, kommt die hier praktisch auch in Grad Celsius raus. Ja, also immer, das ist ja so ein bisschen komisch, aber funktioniert trotzdem. Grad Celsius plus Kelvin ergibt Grad Celsius, weil wir das Kelvin hier eben auch als Grad Celsius schreiben könnten. Für Temperaturdifferenzen geht das. Und ansonsten, ne, wenn ich jetzt diese absolute Temperatur oder diese absolute Temperatur, in dem Fall dann beide, wenn ich das so mache, wenn ich in Kelvin umrechne, dann müsste ich aus den 20 Grad Celsius eben die plus 273,15 rechnen. Dann würden da irgendwie 293,15 oder 1,6, was auch immer Kelvin rauskommen. So, also das ist auf jeden Fall die Formel, die wir brauchen. Ne, so, hier steckt praktisch eine lineare Funktion hinter, Widerstand plus eine lineare Änderung in Abhängigkeit von der Temperatur mit diesem linearen Temperaturänderungskoeffizienten Alpha. So, dann ist die nächste Frage, wie machen wir damit jetzt weiter? Genau, wir müssen, also wir kennen ja das R0, ja, und wir kennen das R von Theta. Könnte ich jetzt hier noch ein bisschen dran rumschmieren und das Gleichheitszeichen ein bisschen verschieben und sagen, das hier ist doch genau das R von Theta, das, was wir hier an der Stelle haben. So, also das heißt, das kenne ich, das kenne ich, das Alpha kenne ich, ich will jetzt nach dem Delta T umstellen, das ist die gesuchte Größe. So, wie stelle ich jetzt die Gleichung nach Delta T um? Durch R0 teilen, ja, dann kommt das da weg. Dann steht hier drüben R von Theta durch R0 und hier drüben bleibt über 1 plus Alpha mal Delta T. So,
Nächster Umstellschritt. Minus 1, die 1 muss weg. Mache ich mal hier so ein bisschen Freestyle und schreibe hier hinter also minus 1 plus das. So, und schlussendlich. Division, das Alpha muss noch weg. Ich teile durch das Alpha. Ja? Also wenn ich das mal irgendwie noch hinschreibe, also wir haben jetzt durch R0 geteilt, wir haben minus 1 gerechnet und dann haben wir schlussendlich durch Alpha geteilt und dann schreibe ich mal das Ergebnis neu hin. Dann kommt da eben raus, dass Delta T, diese Temperaturdifferenz, die ergibt sich jetzt eben aus dem, was hier steht, also das R von Theta geteilt durch das R0 minus 1 und das Ganze geteilt durch Alpha. So, und dann wäre der nächste Schritt die Zahlenwerte einsetzen. Wir setzen den ganzen Klimbim ein, den wir hier oben gegeben haben. Schreibe ich mal hier unten einfach weiter. Also 100, 111 durch 110, das, also Quatsch, 111 durch 100 schreibe ich mal gleich hin, um mir hier den Doppelbruch zu sparen, 1,11. Ja. Die oben kürzen nicht gegen die oben, die lasse ich gleich mal weg, minus 1. Das funktioniert auch, einheitenlos, minus einheitenlos. Und jetzt teilen wir durch dieses Alpha, durch die 0,004. Und die haben als Einheit pro Kelvin, die Kelvin, ne, also statt 1 durch Kelvin, kann ich das Kelvin auch im Nenner des Nenners im Doppelbruch wegstreichen und kann das mit in den Zähler schreiben, schreibt das einfach dahinter hin. So, und das sieht ja auch schon mal total vernünftig aus, weil ich möchte ja eine Temperaturdifferenz ausrechnen, die sollte die Einheit Kelvin haben, hat sie auch. So, dann machen wir als letztes einfach noch was? Ausrechnen, ja. 1,11 minus 1 ist 0,11. 0,11 und das jetzt geteilt durch 0,004. Ja, ist so ein bisschen wie wenn ich 110 durch 4 teile, kommt Kelvin raus. So, und 110 durch 4, also 100 durch 4 sind 25, 10 durch 4 sind 2,5. Also 27,5, wenn ich jetzt richtig im Kopf rechne. 27,5. Kelvin. So. Das ist jetzt die Temperaturerhöhung, die wir ausgerechnet haben. Ja, das ist die Temperaturerhöhung. So, das heißt, unsere gesuchte absolute Temperatur, auf die sich die Kupferspule, der Draht, der Leiter erwärmt hat, ist dann wie groß? 7, also ne, ich muss jetzt ja das hier unten, was wir hier ausgerechnet haben, nehmen einfach und das hier an dieser Stelle einsetzen. Und dann kriege ich raus, schreibe ich das jetzt hier noch irgendwie hier drunter hin, ne, ich schreibe das hinten. Also ne, daraus folgt jetzt, dass das Theta, das was wir suchen, sind Theta 0, das sind die 20 Grad Celsius, dass das 20 Grad Celsius sind, plus die 27,5 Kelvin. Ja, und also ich schreibe mal Kelvin hin und jetzt, keine Ahnung, jetzt werde ich wieder 1000 Kommentare bei YouTube bekommen, dass man das nicht machen darf, aber in dem Fall darf man das machen. Wir machen jetzt das Kelvin weg, machen dann Grad Celsius draus. Dann kann man auf jeden Fall Grad Celsius plus Grad Celsius rechnen an der Stelle, ne, weil das ist eine absolute Temperatur, das ist eine Temperaturdifferenz. Und dann kommt da als neue absolute Temperatur kommen da 47,5 Grad Celsius raus. Ja, so. Und jetzt, ja, jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, naja, wenn ich das jetzt aber in Kelvin umrechne, dann rechne ich plus 273. Und wenn ich das in Kelvin umrechne, rechne ich plus 273. Und dann kommen hier irgendwie 500 irgendwas Kelvin raus. Und das sind eben, ne, wenn ich das zurückrechne in Grad Celsius, dann funktioniert das nicht. Ja, weil, ne, wenn ich das in Kelvin umrechne, man muss sich eben bei der Temperaturskala immer überlegen, was hiermit gemeint ist. Und hiermit ist gemeint eine absolute Temperatur. Wenn ich die in Kelvin umrechne, muss ich plus 273 rechnen. Das ist aber eine Temperaturdifferenz. Wenn ich die Temperaturdifferenz in Kelvin umrechne, schreibe ich einfach Kelvin hinter. Ja, da ist die Umrechnung 1:1.
kein Plus. So, und dann, wenn ich jetzt das in Kelvin umrechne, kommen da 273 raus, oder nee, 279 plus 27,5 macht, weiß nicht, 300 irgendwas. Und wenn ich das zurückrechne, komme ich auch wieder auf 47,5 Grad Celsius. Das passt. Ja? Aber ich habe, also die Temperaturskala ist an der Stelle irgendwie tatsächlich ein bisschen komisch, oder die physikalische Größe Temperatur ist komisch, weil Temperaturen eben nicht additiv funktionieren. Also habe ich in dem anderen Video, wo es um temperaturabhängige Widerstände geht, auch schon erklärt. Ja, also wenn ich Längen nehme, ich nehme irgendein Stück, das ist 1 Meter lang, und ich habe noch ein Stück, das ist 2 Meter lang, und jetzt packe ich die zusammen, dann kommen da 3 Meter raus. 1 Meter plus 2 Meter sind 3 Meter. Ja? Oder ich habe irgendwas, keine Ahnung, das wiegt 1 Kilogramm, und ich habe irgendwas anderes, das wiegt 2 Kilogramm, und jetzt packe ich die aufeinander und hebe die hoch, und dann wiegt das 3 Kilogramm. Ja, also bei Länge und Masse und Zeit und vielen anderen Größen funktioniert es so, aber ne, wenn ich jetzt mein Heißgetränk nehme, ja, ich habe irgendwas, das hat 50 Grad Celsius, und ich habe irgendwas, das hat noch 50 Grad Celsius, und jetzt kippe ich das zusammen, dann kommen eben nicht 100 Grad Celsius raus, dann kommen wieder 50 Grad Celsius raus. Ja, und also Temperaturskala funktioniert eben anders, und deswegen ist manchmal diese Addition eben so ein bisschen komisch. Absolute Temperatur, Temperaturdifferenz, absolute Temperatur. So, und das ist jetzt die Lösung dieser Aufgabe. Und jetzt können wir erstmal fragen, was gibt es bis dahin für Fragen? Da gibt es auf jeden Fall eine. Naja, und also die Frage, genau, sehr, sehr gute Frage, ist R0 von der Temperatur abhängig? Also R0 hier in der Formel ist, wie man so schön sagt, beliebig, aber fest. Ja? Also nee, R0 hier ist nicht von der Temperatur abhängig, R0 ist ein fester Widerstand. Das ist der Widerstand, der von der Temperatur abhängig ist. Ja? Aber das R0 hier hängt natürlich mit dem Theta 0 zusammen. So, und wenn ich jetzt irgendwie wenn ich diese Kupferspule bei einer anderen Temperatur messen würde, zum Beispiel bei 0 Grad Celsius, ja, dann würde ich bei 0 Grad Celsius auch auf ein anderes R0 kommen. Also ich könnte diese Formel auch so hinschreiben, dass hier der Widerstand bei 0 Grad Celsius steht und dass ich dann aber hier auch von 0 Grad Celsius ausgehe. Und in dem Sinne ist das R0 natürlich schon irgendwie von der Temperatur abhängig. Und wenn man jetzt so einen Schritt weiter denkt, also dann ist dieses Alpha natürlich auch ein bisschen von der Temperatur abhängig, weil das, was ich vorhin gesagt habe, ne, das, was sich hier hinter verbirgt, ist ein linearer Zusammenhang. Also ich mache jetzt mal hier nochmal so ein Diagramm daneben. Also ich habe hier meine Temperatur Theta, und hier habe ich R von Theta. Und ich meine, was diese Formel macht, ist ja nichts anderes, als zu sagen, bei irgendeiner Temperatur Theta 0 habe ich einen Widerstand R0, und von dem gehe ich jetzt aus und habe eine lineare Änderung. So, und dann kommt eben bei, ne, wenn das hier das Delta T ist, die Temperaturdifferenz, um dass wir was erwärmen, und hier ist unsere neue Temperatur Theta, dann kommt eben bei dieser neuen Temperatur Theta kommt ein neuer Widerstand raus, eben, naja, R von Theta, ja, den wir dann gerade ausgerechnet haben. Oder der hier gegeben ist, und aus dem wir jetzt diese Temperaturdifferenz ausgerechnet haben. So, und hinter der Formel steckt eben nur ein linearer Zusammenhang. So, jetzt könnte man sich so ein Kupferdraht nehmen und könnte mal von dem Kupferdraht den Widerstand messen. Zum Beispiel in so einem Temperaturschrank, ja, sowas haben wir auch in der Uni, könnte man mal, wäre mal ein ganz spannender Versuch, vielleicht das nochmal zu tun. Ja, wenn man das von minus, also der kann so temperieren um plus minus 100 Kelvin, ja, also ich könnte von 20 Grad Celsius auf minus 80 Grad Celsius gehen und vielleicht auf plus 120 Grad Celsius. So, und jetzt könnte man in diesem Temperaturbereich den Widerstand mal messen, und dann würde man feststellen, dass der sich vermutlich nicht exakt linear verhält, sondern dass die Kurve noch irgendwie eine Biegung macht. Keine Ahnung, wie die aussieht. Ja, also irgendwas anderes wird die machen. Und
dann funktioniert das mit dem linearen Modell natürlich nicht mehr so richtig. Und das heißt, eigentlich müsste man dann hier sagen, ich kann ja mal auch eine andere Farbe nehmen, ja, also wenn diese Kurve dann zum Beispiel sowas macht wie, die steigt hier ein bisschen stärker und steigt hinten wieder stärker, also die wird irgendwie nicht linear, ja, dann müsste ich hier noch sagen, ich habe noch einen Term, den nenne ich zum Beispiel Beta mal Delta T zum Quadrat und ich habe noch einen Term, den nenne ich Gamma und dann rechne ich mal Delta T hoch 3 zum Beispiel. Ne, so Punkt, Punkt, Punkt. Ich mache da so ein Polynom draus, mit dem ich irgendwie beliebigere Kurvenformen abbilden kann. Und das wird aber natürlich irrsinnig kompliziert und so und deswegen sagen wir, naja, wenn man hier in so einem kleinen Bereich guckt, ne, dann ist das hinreichend linear, dann kann ich das durch so eine lineare Funktion annähern. Aber also das R0 gehört eben zu dem Theta 0. Und wenn ich von einer anderen Temperatur ausgehe, habe ich auch einen anderen Widerstand, von dem ich ausgehe. Ja, aber im Sinne der Gleichung ist das eben trotzdem fest. Wie man so schön sagt, beliebig aber fest. Beliebig 20 Grad Celsius, weil Raumtemperatur, Umgebungstemperatur, aber eben dann für das Beispiel fest 20 Grad Celsius. So, gibt es noch weitere schöne Fragen? Ja, dann wäre so mein letzter Tipp, mein letzter Hinweis zu dieser Aufgabe, einer, den wir vielleicht in der ersten Übungswoche schon mal diskutiert haben. Also sich zu überlegen, so ein bisschen, ne, wir haben jetzt hier irgendwas ausgerechnet, 47,5 Grad Celsius. So. Und na, wir haben jetzt natürlich richtig gerechnet, klar, logisch, wir machen ja nie Fehler. Manchmal macht man aber Fehler. Und dann wäre es immer schlau, sich zu überlegen, kann das denn sein? Stimmt das dann von der Größenordnung her? Ja. Und also es wäre jetzt zum Beispiel ziemlich komisch, wenn man hier nicht 47,5 Grad Celsius ausgerechnet hätte, sondern 4750 Grad Celsius oder sowas, ja? Weil dann wäre der Kupferdraht eben lange geschmolzen oder verdampft. Ja? Das wäre irgendwie, genau, puff, ja. So, das wäre irgendwie unwahrscheinlich, das wäre irgendwie komisch. Genauso sollte einem das sehr spanisch vorkommen, also passiert schnell, man macht hier irgendeinen Vorzeichenfehler, man macht irgendwie andere komische Sachen, man rechnet nicht durch Alpha, sondern mal Alpha, was auch immer, was da so für schöne, tolle Rechenfehler passieren können. Und dann kommt eben was ganz Kleines raus. Also zum Beispiel, dass sich das nur um ein paar Millikelvin oder Nanokelvin oder so erwärmt habe. Das wäre auch komisch. Ja, ich mache den Draht nur so ein ganz, ganz, ganz bisschen wärmer und dann ändert er auf einmal ganz doll seinen Widerstand. Also gibt es Metalle oder, nee, nicht Metalle, gibt Materialien, bei denen das schon, die auch sehr stark ihren Widerstand ändern können, aber jetzt nicht bei Kupfer. Und genauso, wenn man jetzt hier irgendwie minus 1000 Grad Celsius ausrechnet, wäre auch komisch, ja, weil wir wissen, minus 300, 273 Grad Celsius ist, oder 0,1516, was auch immer, ne, ist absoluter Nullpunkt. Also kälter geht nicht. Also diese Temperatur, die man hier ausrechnet, sollte irgendwo in einem plausiblen Rahmen liegen, wenn man solche Aufgaben rechnet. Das wäre irgendwie ganz cool. Also stellt sich heraus, es gibt noch einen Aufgabenteil B zu dieser Aufgabe. Und der Aufgabenteil B sagt, machen wir hier oben vielleicht noch ein A dran. Der Aufgabenteil B sagt, wir lassen jetzt die Spannung konstant und machen genau das, was wir vorher diskutiert haben. Spannung konstant, Widerstand wird größer, der Strom wird kleiner und die Frage ist, um wie viel Prozent wird der Strom kleiner, richtig? Das ist ja bei solchen Prozentaufgaben, okay. Also, ja, ich schreibe das mal auf als Frage, um wie viel Prozent wird der Strom kleiner. Ja, wie würdet ihr das rechnen? Was würdet ihr machen? Da gibt es schon mal eine Idee. Wir rechnen mal einfach irgendwie den Strom aus oder wir können ja mal, also jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Also wir könnten auch eine Spannung annehmen. Wir könnten zum Beispiel sagen, also mit U gleich 100 Volt, das lässt sich zum Beispiel einfach rechnen, ja, kommt eben raus, dass wir bei 20 Grad Celsius eben den Strom hätten, I ist U durch R, also 100 Volt durch 100 Ohm,
Das lässt sich einfach rechnen. Und oben sind Volt pro Ampere. Kürzlich die Volt weg, bleibt Ampere über. Und 100 durch 100 macht 1. Kommt 1 Ampere raus. Und genauso könnten wir jetzt eben rechnen bei unseren 47,5 Grad Celsius. Ist der Strom, naja, die gleichen 100 Volt und jetzt geteilt durch 111 Ohm. Ohm sind wieder Volt pro Ampere. Volt kürzlich weg, Ampere bleibt über. So, und das rechnet man jetzt idealerweise mal in einem Taschenrechner aus. 100 durch 111. Also da muss jetzt ja auf jeden Fall was kleiner als 1 rauskommen. Und ich meine, näherungsweise... Also näherungsweise könnte man jetzt eben sagen, ne, der Widerstand wird um 11% größer, also müsste der Strom um 11% kleiner werden, wird er aber nicht, sondern, naja, das ist eben nicht genau 0,89, sondern was kommt hier raus, wenn man das ausrechnet, 100 durch 111? 0,9, 0,9 glatt oder irgendwas? 0,900 Periode. Okay. 9. Und dann zwei Nullen und dann wieder, ja, zwei Nullen und dann wieder eine 9. Also so im Prinzip, ne? Ja, okay. So, und also ich schreibe mal dran, ne, das ist jetzt der Strom bei 20 Grad Celsius, das ist der Strom bei 47,5 Grad Celsius. Und tja, jetzt können wir eben ein Delta I zum Beispiel ausrechnen, eine Differenz dieses Stromes. Aus dem neuen Strom minus dem alten Strom. Und ich schreibe mal hin, minus 0,900 Periode Ampere minus 1 Ampere. Und da müssen jetzt 0,1 rauskommen, ne? Ich mache mal hier ernährungsweise draus. Also wir brechen mal hier hinter diesen Periode ab, da kommt ungefähr 0,1 Ampere raus. So, und jetzt kann man eben sagen, Delta I durch den Strom, den wir vorher hatten, durch die 20, den Strom bei 20 Grad Celsius, also 0,1 Ampere durch 1 Ampere sind 0,1, weil sich die Amperes natürlich wegkürzen. Und 0,1 ist das gleiche wie 10%. Und natürlich, wenn wir hier was Größeres vom Kleineren abziehen, wird das negativ. Und das ist auch negativ, das ist auch negativ und das ist natürlich auch negativ. Also... der Strom wird ja auch kleiner und der Strom wird jetzt um 10% kleiner. Und das steht hoffentlich oder das steht sicherlich auch in der Ergebniskontrolle drin von unserem Übungsheft. Bitte? Okay. Ja, bestimmt. Kann man ja nachgucken. So. Ja, und also das ist so ein bisschen eben das... das, was bei Prozentrechnung so passiert, wie schon häufiger mal gesagt, solche Prozentrechenaufgaben sind eben erstmal so ein bisschen Leseverständnisaufgaben. Ja, da kann ich mir vorstellen, wenn jetzt eben Deutsch nicht unbedingt die Muttersprache ist, sondern Zweizusatzfremdsprache, dann ist immer dieses, um wie viel Prozent sinkt oder steigt etwas, auf wie viel Prozent sinkt oder steigt etwas, das macht eben einen kleinen, aber feinen und gewichtigen Unterschied. Und der Widerstand steigt um 11% und der Strom sinkt um 10%. Und ob man jetzt, naja, also da kann man sich jetzt geflissentlich drüber streiten, ob der Strom, also wenn es heißt, der Strom, um wie viel Prozent wird der Strom kleiner, würde ich sagen, um 10%. Ja, okay. Und wenn man sagt, um wie viel Prozent ändert sich der Strom, dann würde ich sagen, der Strom ändert sich um minus 10%, weil er wird ja kleiner. Ja, und das ist das, was ich meine mit der Formulierung
in die Prozentrechenaufgaben. Wenn der Widerstand sich jetzt zum Beispiel nur um 1% ändern würde, dann würde der Strom sich auch nahezu um 1% ändern. Weil dieses 1 durch, so das, was wir hier rechnen, ne, das, also dann, dann wird das eben näherungsweise ungefähr so wie das. Also es gibt dann irgendwie so eine Näherung, habe ich noch irgendwo Platz, um den zu schreiben. Ne, also wenn ich jetzt mir diese Rechnung hier nochmal, ich umkringe die mal in einer anderen Farbe, hier zum Beispiel in diesem Grün. Wenn ich mir das jetzt hier nochmal irgendwie so näherungsweise anschauen würde, dann kann man eben sagen, 1 durch 1 plus x ist näherungsweise, wenn das x eben viel, viel kleiner ist als 1, ja, kann man das ganz gut rechnen als, jetzt muss ich aufpassen, x ist größer, dann ist das sowas wie 1 minus x. Ja, also wenn der Widerstand um 1% größer wird, wird der Strom um 1% ungefähr kleiner. Aber 11% größer ist eben nicht mehr wirklich, wirklich klein und deswegen funktioniert diese Näherung dann in dem Fall nicht mehr so gut. Aber das Beispiel, was ich auch in der anderen Aufgabe erzählt habe, ist, man fährt in einen großen Elektronikmarkt, ja, und dann gibt es da so ein Angebot und so eine Werbung, die sagt, heute sparst du die Mehrwertsteuer, du sparst 19%, weil die Mehrwertsteuer ist ja 19%. Und wenn man dann aber mal rechnet, ja, also man kauft irgendwas, was netto 100 Euro kosten würde, dann kommen da 19% Mehrwertsteuer drauf, dann kostet das eben 119 Euro. Und wenn man jetzt von den 119 Euro die 19 Euro spart, dann sind das aber nur 16,5% oder so, die man gespart hat. Ja, weil ist eben die Frage, worauf beziehe ich denn die 19? Beziehe ich auf die 100 oder beziehe ich die auf die 119? Und das ist hier so ein bisschen genau das gleiche Prinzip.